Und damit herzlich willkommen zu, ja, einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Es geht um die Mod-Vorstellungen von Life in the Woods, beziehungsweise das geht ja schon gut los her, die Tutorials dazu. Wir widmen uns heute der Backpack-Mod, die bei Life in the Woods mit implementiert ist, mit der man eben, ja, quasi so ein bisschen die Möglichkeit hat, sein Inventar nochmal zu vergrößern. Wir werden uns das Ganze angucken, wie wir das Ding herstellen, wie wir es verwenden und so weiter und so fort. Ja, zuallererst mal, wie stellt man sich so ein Backpack her? Ihr könnt hier unten bei Life in the Woods filtern, einfach nach Backpack, dann seht ihr hier schon die ganzen Sachen, was zu der Mod so dazugehört. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier, das sind einfach unterschiedliche Texturen, die ihr wahrscheinlich nicht darstellen kann, keine Ahnung. Wir gucken uns mal den einfachen an, den Backpack. Und ihr seht hier schon Leder oder Burlap. Also Leather oder Burlap. Also Burlap ist quasi von der, bleibst du mal da, hier, von der veganen Option. Also quasi ist ja auch eine Mod, die implementiert ist. Zu der wird vielleicht auch nochmal ein extra Tutorial folgen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es aber auch immer an entsprechender Stelle mit einbauen. So, sprich, das ist die Möglichkeit, ohne Kühe töten zu müssen. Also wir brauchen 8 Leder. Oder 8 Burlap, je nachdem. Wir machen es jetzt mal mit Leder. Leder habe ich hier. Der kleine Rucksack ist recht einfach gemacht. Einfach hier einmal im Kreis 8 Leder platzieren, haben wir einen kleinen Rucksack. Den können wir uns ins Inventar hinziehen, wo wir wollen. Und ich bin jetzt hier zwar gerade im Creative, funktioniert im Survival natürlich aber genau gleich. Und wir können, wenn wir einen Inventarslot haben, mit einem rechten Mausklick auf das Inventar des Backpacks zugreifen und da halt nach Belieben Sachen reinpacken, wie wir wollen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 mal 9, also 45 Felder sind's, hat der kleine Rucksack. Ist auf alle Fälle ein bisschen was und das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch noch einen größeren Rucksack, den man hier sieht. Es gibt also zwei unterschiedliche Größen und der Big Backpack funktioniert genauso, nur verwendet man hierfür Tent Leather, also quasi auf Deutsch gegerbtes Leder. Und wie wir das herstellen, gucken wir uns jetzt auch mal an. Man kann es auch direkt so machen. Wir sehen hier schon, wir müssen irgendwie hier gebundenes Leder verbrennen quasi. Und das bekommen wir, indem wir hier zwei Leder platzieren. 7 Strings dazu. Und dann bekommen wir hier dieses Leder. Davon brauchen wir auch wieder 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Für mehr reicht dann auch schon das hier nicht mehr. Und das schmeißt man dann hier einfach rein. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Sprich, wir haben hier jetzt schon fertiges, gegerbtes Leder. Und mit dem können wir das ganze Prozedere genauso machen wie beim kleinen Rucksack. Das ist die eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit muss man aber erst in den Mod-Optionen aktivieren. Sprich, wenn ich hier mal ganz kurz rausgehe und hier auf die Mods gehe, ist hier irgendwo die Backpack-Mod. Zumindest, also ich musste sie zumindest erst aktivieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber eigentlich hier ist die Backpack-Mod. Gehen wir hier auf Config. So, und hier sehen wir auch schon, der kleine Rucksack hat 45 Slots, der große Rucksack hat 90. Und hier kann man einstellen, Big by Upgrade Only. Also, dass du den großen Rucksack nur durch ein Upgrade bekommst, das kannst du auf True oder False setzen. Ich habe es standardmäßig auf False. Wenn es auf False ist, kann man das Ganze eben so machen, wie ich das eben gemacht habe, mit 8-mal gegerbten Leder. Wenn man das auf True lässt, gibt es die Möglichkeit, dass du diesen kleinen Rucksack eben upgraden musst. Das heißt, es funktioniert dann genauso wie der andere große Rucksack auch, nur dass du in die Mitte noch den kleinen Rucksack mit reinpackst. Vorteil dabei ist, sollte hier irgendein Inventar bereits drin sein oder sonst was, wird es komplett erhalten. Sprich, die anderen 45, die zusätzlichen 45 Slots kommen so einfach nur nochmal dazu. Das ist die zweite Möglichkeit. So. Jetzt können wir, wenn wir unseren Rucksack haben, in den großen Rucksack, können wir auch einfach so reingucken. Bevor wir jetzt weitermachen, zeige ich euch nur noch ganz, ganz kurz, wie das eben jetzt mit nicht Leder funktioniert, sondern mit der veganen Option, mehr oder weniger. Und zwar brauchen wir dafür Jute. Wenn man sich das, achso, ich kann mal bei Backpack bleiben, wenn man sich das mal anguckt und hier auf Burlap geht, wir brauchen Jute Fiber. Jute Fiber bekommt man von Bundled Jute. Bundle Jute bekommt man von Jute Stalks, Jute Stalks bekommt man von großen Farnen.
Dazu die an große Fahne. Kommt man auf zwei Arten und Weisen. Brauchen wir noch kurz ein bisschen Bone Meal. Entweder man hat das Glück, dass man in einem Biom unterwegs ist, wo der Large Fern bereits standardmäßig vorkommt. Das ist dann sehr praktisch. Den musst du dann nämlich nur abbauen. Ach so. Ja, ich bin natürlich jetzt im Game Mode. So, nein, so nicht Game Mode. Jetzt gehen wir mal kurz in Survival Mode. Wenn du den, wichtig ist, ihn unten abzubauen, nicht oben. Okay, man kann ihn auch oben abbauen. Das ging bis vor kurzem irgendwie noch nicht. Und der droppt dann zufällig 1 bis 3 Judas Dogs. Variante 1. Variante 2. Es stehen irgendwo kleine Fahnen durch die Gegend. Die kannst du nämlich dann einfach oder könnt ihr einfach mit Knochenmehl zu großen Fahnen verwandeln und dann einfach abbauen. Fertig. So kommt ihr erstmal an diese Judas Dogs. Diese Judas Dogs müsst ihr dann einfach zu Blöcken machen, wie man es von Eisen, Diamanten und Co. auch schon kennt. Zu solchen Dingern hier. Und in Wasser einlegen. Die müssen komplett mit Wasser umhüllt sein dann. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und die verrotten dann mehr oder weniger so ein bisschen. Braucht, weiß ich nicht, eine Minute oder so. Ich habe die hier schon mal vorbereitet, deswegen können wir die jetzt gleich auch schon mal abbauen. Und wenn wir die abbauen, tada, kommt Jutefiber raus. Und dieses Jutefiber können wir dann. Ich nehme nochmal ein bisschen was mit. So. Dieses Jutefiber können wir dann letzten Endes zu Burlap verarbeiten, indem wir es einfach in einer Viererkombination zusammencraften. Dann haben wir unser Burlap. Und das könnt ihr ganz normal verwenden wie Leder. Sprich, wenn ihr dann auch gegerbtes Leber. Leber. Ich, immer Leber. Nein, Leder natürlich. Könnt ihr das ganz normal verwenden und bekommt dann auch dieses gebundene Leder. Das gebundene Leder schmeißt ihr dann einfach auch hier rein und bekommt dann gegerbtes Leber. Merkt man, dass ich Hunger habe? Nein. Ja, und bekommt gegerbtes Leder wieder raus. Genau. So. Das war aber noch nicht alles, was diese Rucksäcke können. Es kommt noch ein bisschen mehr. Wir haben hier ja unser Inventar. Hier sind es jetzt eben 90 Slots. Wir können, wenn ihr quasi die Duckentaste standardmäßig ist, das Shift. Ich habe es mir auf C umgelegt, deswegen ist es bei mir nicht Shift. Ich werde aber einfach immer, wenn ich die Taste mein Shift sagen. Also falls ihr euch Shift, wie ich umgelegt habe, dann die entsprechende Taste bitte verwenden. Mit Shift B könnt ihr dieses Backpack-Menü öffnen und könnt euch dann einen Rucksack auswählen, wenn ihr mehrere habt. Wenn ihr nur einen habt, ist es sowieso egal. Einen Rucksack auswählen, den ihr hier standardmäßig aktiviert. Sieht dann so aus. Dann habt ihr den nämlich sogar so richtig auf dem Rücken. Ja, genau. Habt ihr ihn hinten so auf dem Rücken. Und könnt dann einfach nur über B auf das Inventar von dem Rucksack zugreifen. Der verschwindet dann hier komplett aus eurem Inventar. Er ist ja jetzt auf dem Rücken. Und mit B könnt ihr das Inventar einfach dann vom Rucksack öffnen oder wieder schließen und dann ganz normal auch wieder Sachen drüber verschieben. Wie ihr lustig seid. So, wenn ihr den wieder ablegen wollt, wieder Shift B, dann könnt ihr irgendeinen anderen machen. Und ihr seht hier jetzt auch schon noch eine Leiste Pickup automatically. Das bringt euch Folgendes. Ihr könnt einstellen, dass euer Rucksack automatisch irgendwelche Sachen aufnehmen soll. Das ist recht praktisch, wenn wir hier zum Beispiel mal ein bisschen Erde rausnehmen und sagen, okay, ich brauche jetzt ganz, ganz viel Erde, die sollen mir nicht das Inventar vollmüllen. Erde bitte automatisch in den Rucksack. Da müssen wir diese eine einzelne Erde natürlich noch manuell einsortieren. Aber sobald ihr weitere Erde abbaut, seht ihr schon, sie landet nicht unten im Inventar, wo sie landen müsste eigentlich in der Schnellleiste. Hier im Inventar ist sie auch nicht, aber wenn ihr auf B drückt, hier ist die ganze Erde. Das geht mit allem. Sprich, ihr könnt euch einen Rucksack für Minenbesuche machen, wo wirklich dann, keine Ahnung, Lapis, Redstone, Eisen, Gold, Diamanten, Obsidian, Salz, was auch immer, einfach automatisch im Rucksack landet und hier dann von dem anderen Zeug im Inventar gleich schön getrennt wird. Oder wenn ihr Steine farmen müsst oder sonst was. Wie gesagt, da sind die Möglichkeiten wirklich unbegrenzt, beziehungsweise halt auf 9 Slots begrenzt, die ihr einsammeln könnt. Wenn ihr das nicht mehr wollt, einfach wieder einmal draufklicken. Ganz normal mit linker Maustaste und fertig. Gut, so viel dazu. Das waren mal so die Grunddinger. Ihr könnt euch die Rucksäcke noch farblich markieren. Geht ganz leicht, indem ihr entweder direkt bei der Herstellung des Rucksacks die entsprechende Farbe in die Mitte packt.
oder indem ihr könnt ihn auch nachträglich färben, einfach den Rucksack zusammen mit der Farbe. Zack, habt da einen cyanblauen Rucksack. Okay. Eine Sache gibt es noch, beziehungsweise eigentlich zwei. Es gibt noch speziellere Rucksäcke, die sieht man hier auch. Einmal den hier und einmal den hier. Ich demonstriere es jetzt mal jeweils nur am Kleinen. Wir brauchen dafür noch, also wir sind, ich brauche mal wieder den Creative. Ihr könnt euch nämlich auch einen Ender-Rucksack machen, der dann wie eine normale Ender-Chest funktioniert. Das Ganze geht wieder genauso. Ihr macht euch euren Rucksack. Ich demonstriere es jetzt nur am Kleinen. Genau dasselbe gilt auch für den Großen. Sprich, ihr könnt statt dem Leder auch Leather nehmen. Allerdings nur für den Workbench-Dingens, den zeige ich euch nachher. Beim Ender-Backpack muss es der kleine sein. Da geht der große nicht. Irgendwo logisch, damit es gleich viele Slots wie dann eben in einer normalen Ender-Chest sind. So, dann bekommt ihr den Ender-Backpack. Funktioniert genau wie eine Ender-Chest. Nummer 1. Nummer 2 ist dieser Workbench-Backpack. Ich persönlich verwende ihn nicht so gern. Funktioniert wieder genauso einfach beim Craften in die Mitte ein Crafting-Table mit rein. Zack, dann habt ihr hier ein Workbench-Backpack. Die größere Variante hat hier dann mehr mehr Inventar-Slots und ihr könnt hier halt dann einfach, keine Ahnung, wenn wir uns mal ein bisschen, achso, meinetwegen ein bisschen Holz schnell organisieren, ein Stack, so, und dann hier reingehen. Könnt ihr sagen, so, ich möchte jetzt einen Haufen davon. Packt dann hier unten euer Zeug rein, hier habt ihr das Rezept gespeichert und dann könnt ihr euch hier einfach so viel rausnehmen, wie ihr wollt und hier oben wieder einfach das Crafting-Menü klären. Und das ist eben das Inventar vom Rucksack. Ist an sich ganz witzig, hat man halt immer mal ein Crafting-Table quasi mit auf dem Weg. Wenn man irgendwo was baut oder sonst was, muss ich nicht dauernd da einplatzieren und da einplatzieren und da einplatzieren und so weiter. Sondern ja, kann halt eben einfach. Habe ich ihn jetzt, ich glaube, jetzt habe ich ihn weggehauen, oder? Ne, da war irgendwas anderes drin. Okay, egal. Ja. Sondern habt ihn halt eben einfach immer dabei. Gut. Zum Thema Färben, fällt mir jetzt gerade auf, habe ich noch ganz, ganz kurz was vergessen. Ihr könnt den auch wieder entfärben. Das funktioniert dann einfach mit Leder. Seht ihr schon, hoch, bekommen wir einfach einen ganz normalen Backpack. Wieder in der klassischen, in der klassischen Optik. Geht natürlich auch, wenn ihr einen großen haben solltet. So funktioniert das übrigens auch, wenn ihr einen farbigen upgradet auf einen großen. Behält er die Farbe natürlich und funktioniert hier genauso dann beim großen mit Tent Leather. Bekommen wir wieder einen farblosen. Gut. Das soll es soweit jetzt von dieser Mod auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es ist soweit alles verständlich. Bei Fragen, die noch offen sind, dürft ihr natürlich gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ist überhaupt kein Ding. Und jo, wir sehen uns dann entweder in der nächsten Folge direkt von Life in the Woods oder ansonsten in der nächsten Mod-Vorstellung, im nächsten Tutorial. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und haltet die Ohren steif.